Wer kennt Bikini Bambi? Der hört jetzt zu bei diesem Blues. Wer kennt Bikini Bambi? Der hört jetzt zu bei diesem Blues. Der kennt auch die große Krabbe und auch den Sandy Heimweg. Sandy wollte zurück nach Texas und dort den Himmel wiedersehen. Zurück nach Texas und dort ihre Heimat wiedersehen. Sie wollte auch Barbecue im Freien, doch Bikini Button ließ sie nicht gehen. Der Mr. Krabs ist immer geizig, deswegen hat er auch am meisten Geld. Der Mr. Krabs ist immer geizig, deswegen hat er auch am meisten Geld. Einmal hat er ein paar Krabbenbürgermeisterschuhe auf den Tisch gestellt. Der Schwanzkopf wollte sie haben und hat sie auch so sehr geliebt. Der Schwanzkopf wollte sie haben und hat sie auch so sehr geliebt. Doch das Gequietsche war so ständig. Sein bester Freund heißt Patrick, mit dem hat er sehr viel erlebt. Sein bester Freund heißt Patrick, mit dem hat er sehr viel erlebt. Zusammen in der Kiste und als Umsicht war die Geister durch Bikini Button geschwebt. Einmal wollte der Schwanzkopf ganz dicke Muskeln haben. Der Schwanzkopf ganz, ganz dicke Muskeln haben. Und am Ende der Geschichte, da waren die Muskeln nur Luft. Die Perla hat Geburtstag, das muss eine Mega-Party werden. Die Perla hat Geburtstag, das muss eine Mega-Party werden. Dazu schien sie eine Liste, das war die längste Liste auf Erden. Einmal wollte der Schwanzkopf schon einen Mammut sein. Einmal wollte der Schwanzkopf kein Oma-Baby mehr sein. Doch da kam sein Freund der Patty und schließlich bei der Oma ein. Geschichte, die der Schwanzkopf hat erlebt.